Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um das Thema Sicherheit. Falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert ihn doch bitte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ist kostenlos für euch. Ja, Thema Sicherheit, hier möchte ich auf zwei Punkte eingehen. Punkt 1 wäre der Notrufassistent, Punkt 2 wäre eCall, Punkt 3 wäre Rettungsdatenblatt. Notrufassistent. Notrufassistent ist ein... Ja, ist im Prinzip der Vorgänger vom eCall. Ist in unserem Sync komplett implementiert, hat Ford also auch schon in dem Vorgängermodell implementiert gehabt. Das System funktioniert so, dass ein per Bluetooth verbundenes Handy mit unserem Sync-System benutzt wird, um einen Notruf abzusetzen. Das ist im Prinzip eine Lösung von Ford gewesen, um mehr Sicherheit ins Auto nochmal zu bringen. Das Auto erkennt also einen Unfall, indem es diverse Sensoren beobachtet, unter anderem auch die Airbags. Sobald diese auslösen, merkt es das Auto und weist dann dem gekoppelten Handy an, bitte setz jetzt einen Notruf ab, übermittelt dann Daten und informiert die Notrufzentrale. Das war das alte System und ist immer noch das System, was bei unserem Ford Focus MK4 mit verbaut ist. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal Bekanntschaft damit gemacht, nämlich indem vorne im Kombi-Instrument eine Störung auftaucht, Störung Notrufsystem. Dabei handelt es sich um das alte System, welches in Sync implementiert ist. Das ist immer noch aktiv, dient sozusagen als Backup, als zusätzliche Lösung. Ab und zu hat es hier und da mal einen Fehler, wo vielleicht das Sync-Modul einfach nicht richtig heruntergefahren worden ist oder hochgefahren worden ist oder einfach keine Verbindung zum Mobiltelefon herstellen konnte. Soll natürlich nicht passieren, passiert aber bei solch einem komplexen System und in der Regel verschwindet auch der Fehler nach einem Tag. Wie gesagt, keine Sorgen machen, es handelt sich um das alte System. Unser Ford Focus MK4 hat allerdings einen sogenannten eCall zusätzlich implementiert. Dieser eCall ist für jedes Neufahrzeug seit dem 31. März 2018 Pflicht. Der Ford Focus MK4 wurde Mitte, Ende 2018, da wurde die Serie angefangen, sprich für ihn gilt schon diese Pflicht und somit hat unser Ford alles im Auto implementiert, was eCall vorschreibt und unter anderem auch eine fest eingebaute SIM-Karte. Erwähne ich extra explizit, weil der ein oder andere Ford-Händler behauptet, dass der Ford Focus MK4 keine SIM-Karte implementiert hat. Das ist falsch. Unser Focus hat eine SIM-Karte im Auto integriert. In Verbindung mit GPS, was ja auch in unserem Auto drin ist, können alle wichtigen und relevanten Informationen an die Notrufzentrale übermittelt werden, damit uns die Rettungskräfte so schnell wie möglich erreichen. Wir können diesen eCall entweder manuell auslösen, indem wir oben den SOS-Knopf drücken. Es öffnet sich zuerst mal eine Sicherung, dass wir nicht unbeabsichtigt den Knopf drücken und dann können wir erst den SOS-Knopf drücken. Ist extra so gemacht, damit man das Ganze nicht unbeabsichtigt drückt. Das Ganze sollte nur bei einem Notfall benutzt werden, also nicht bei einer Autopanne, sondern nur bei einem Unfall, Notfall darf man diese Taste drücken. Das Auto erkennt auch automatisch einen Unfall, nämlich wie schon erwähnt durch diverse Sensoren, unter anderem auch die Airbags. Dann wird dieser sogenannte Notruf abgesetzt. Egal ob jetzt von Hand oder automatisch, es werden folgende Daten übermittelt, nämlich der Zeitpunkt, zu dem der Knopf gedrückt worden ist oder automatisch ausgelöst worden ist. Dann, wie wurde ausgelöst? Wurde manuell ausgelöst, also von Hand, oder hat es das Auto selbst erkannt? Dann wird die Fahrzeugidentifikationsnummer mit übermittelt. Die Antriebsart, also fahren wir mit Benzin, mit Diesel, Gas oder elektrisch, damit die Feuerwehr, die ausrückt, weiß, wie sie eventuell einen Brand zu bekämpfen hat. Dann die aktuelle Fahrzeugposition und zusätzlich die letzten zwei Positionen. Und somit hat man auch eine Fahrtrichtung, in die sich das Auto bewegt hat. Und zu guter Letzt natürlich auch die Anzahl der Insassen. Reden wir eventuell von einem Verletzten oder reden wir von fünf Verletzten? Das alles sind Pflichtangaben, die dieser eCall übermittelt. Könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie eine SMS mit den Daten, die dort hinterlegt sind. Ist das Ganze erfolgt, wird ein Audiokanal
hergestellt und man kann mit der Notrufzentrale auch über die Freisprecheinrichtung kommunizieren. Das war es im Prinzip zum Thema E-Call. Eins möchte ich noch hier erwähnen, dieser Knopf, der da oben ist. Wenn er aus sein sollte oder ganz, ganz grell rot leuchtet, dann stimmt irgendwas mit diesem E-Call nicht. Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber dennoch sollte euch auffallen, dass er entweder komplett aus ist oder grell hell leuchtet. Fahrt bitte zum Ford-Händler und lasst das Ganze überprüfen. Normal leuchtet er gedimmt rot, also nicht knallrot, sondern wirklich ein gedimmtes Rot, dass man auch wenn es ein bisschen dunkler ist, diesen Knopf relativ leicht findet. Wenn ihr diesen Knopf drückt oder wenn er automatisch, sag ich mal, ein Unfall detektiert wird, dann blinkt er oder fängt er an, ganz, ganz schnell zu blinken. Dann wird quasi dieser Notruf abgesetzt. Danach blinkt er moderat. Es werden die zuvor genannten Daten per SMS übermittelt. Und danach fängt er ganz langsam an zu blinken. Das ist dann der Zeitpunkt, wo quasi dieser Sprachkanal, also die Freisprecheinrichtung, eingeschaltet wird, wo man auch mit der Gegenstelle kommunizieren kann. Das ist der ganze Ablauf zum E-Call. Und nochmal, ihr müsst unterscheiden, es gibt das alte Notrufsystem, das läuft parallel in unserem Ford Focus. Ab und zu gibt es mal hier eine Störung und es gibt das E-Call-System, was sehr, sehr, sehr zuverlässig läuft. Bisher hatte ich da noch gar keinen einzigen Fehler. Beim Notrufsystem kam einmal ein Fehler, der mir vorne im Kombi-Instrument angezeigt worden ist, ist nach einem Tag wieder verschwunden. Kann damit zusammenhängen, dass ich das Sync-System aktualisiert habe oder dass sich irgendein Modul vielleicht hier und da mal aufgehangen hat. Ist aber wie gesagt unabhängig vom E-Call-System. Das ist extra abgesichert, hat also mit dem Infotainment-System absolut gar nichts zu tun. Zusätzlich kann ich euch einen weiteren Punkt mit ans Herz legen und nennt sich Rettungsdatenblatt. Gibt es für jedes Auto, also auch ältere Autos wie auch aktuelle Autos, egal welcher Hersteller, welches Modell, hat solche Rettungsdatenblätter. Die gibt es auf der Internetseite vom Hersteller. Könnt ihr euch runterladen, ausdrucken, zusammenfalten und vorne in die Sonnenblende beim Fahrer reinlegen. Die Feuerwehr schaut da in der Regel nach, ob so etwas hinterlegt ist. Das kostet euch jetzt eine Minute, zwei Arbeit und ein Blatt Papier. Erspart aber der Feuerwehr die ein oder andere Sekunde, gegebenenfalls sogar Minute, die euch vielleicht das Leben retten kann. Auf diesem Rettungsdatenblatt ist ganz genau ersichtlich, wo sich die kritischen Bauteile im Auto befinden. Wo ist der Tank? Wo sitzt die Batterie? Wo ist das Steuergerät? Und vor allem, wo sitzen die Airbags? Falls zum Beispiel nicht alle Airbags beim Unfall ausgelöst haben und die Feuerwehr jetzt irgendwo ansetzt und unbeabsichtigt einen Airbag auslöst, kann der nochmal zu schweren Verletzungen führen. Und hier auf diesem Datenblatt ist alles Wichtige für die Feuerwehr hinterlegt. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung sowie auch auf meiner Internetseite, einfach damit ihr schneller da dran kommt. Ausdrucken, falten, vorne in die Sonnenblende reinlegen und ihr seid nochmal ein Stückchen sicherer und vielleicht ja, hilft die eine oder andere Sekunde oder Minute, das eine oder andere Leben zu retten. Das war's zum Thema Sicherheit von meiner Seite, zumindest mal zu diesen drei Punkten. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!